Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Ich bin Saksuro und ich zeige euch heute in dem Video, wie ich aus einem Foto von mir ein Siebdruckprint gemacht habe. Viel Spaß mit dem Video. Ergebnisse vom ersten Drucktag. Invertiert auf schwarzen Stoff, zweifarbig auf dem weißen. Das leider verkackte Muster. Einmal in Rot, einmal nur einmal rakeln, einmal zweimal rakeln. Das Gesicht, womit ich morgen oder die Tage noch mehr experimentieren werde. Einmal in schlecht, einmal in gut. Nochmal in Blau auf dem anderen Stoff hier. Ja, und das sind die Folien. Mal gucken, wie es demnächst weitergeht. Ich
Kuchen. Kurz, oder? Ja. Das reicht schon. Okay. Und hier ist das fertige Ergebnis. Mein Foto als Print, als selbstgemachter Print per Siebdruckverfahren auf einem weißen T-Shirt. Es ist einfach nur interessant für mich zu sehen, wie ich quasi nun meine Fotos auf ein neues Medium erweitern kann, nämlich als selbstgemachter Print auf ein Stück Stoff. Das kann ich dann auch benutzen, um es als Leinwand irgendwo aufzuziehen, wenn ich es nicht gerade auf ein T-Shirt drücke, sondern auf einem anderen Stück Stoff. Aber genau, das ist, bietet mir mehr und neue Möglichkeiten für die Zukunft. Und damit werde ich auf jeden Fall weiter experimentieren. Und wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, die zum Beispiel jetzt in dem Video hier nicht ganz beantwortet wurden oder die noch immer noch offen sind, dann schreibt die doch gerne in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch über irgendwelche Kritik oder irgendwelche, ja, etwaige Anmerkungen. Also haut es ruhig rein in die Kommentare. Ich versuche auf alles zu antworten. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.